will wissen, was Prostitution in unserem Land bedeutet. Ich bin unterwegs im Rotlichtmilieu und auf der Straße. Ich habe mal gelesen, dass es möglich ist, was für 10 Euro zu bekommen. Ist das realistisch? Ich definitiv. Was hinter den Fassaden vor sich geht, interessiert diese Männer, die jetzt gleich in den Puff gehen, gar nicht. Bei uns ist Sexkauf legal. Genau 20 Jahre gibt es das Prostitutionsgesetz. Damit sollte alles besser werden. Doch ist es das auch? Viele jetzt möchten was Schnelles, ne? Also ich sage nur Blaujob. Ist Prostitution ein ganz normaler Beruf? Man merkt, dass man ausgegrenzt wird. Ich spreche mit Frauen, die wissen, wie es ist, den eigenen Körper anzubieten. Ich überlebe. Und mit Männern, die für Sex bezahlen. Machen die Frauen das gerne oder nicht so gerne? Schubbeln manchmal gezwungen, ne? Ich gebe mich im Internet als Minderjährige aus. Auch hier geht es um Sex und Geld. Da scheut sich auch nicht mehr, vermeintlich Minderjährigen eindeutige Fotos zu schicken. Wer steckt dahinter? Es haben doch Sie geschrieben. 500 bis 600 Euro, wenn du Jungfrau bist. Das sind Verbrechen, die vor den Augen der Polizei ablaufen. Sind wir wirklich das Bordell Europas? Ich reise durch ganz Deutschland und will wissen, welche Folgen hat grenzenlose Prostitution. Vor genau 20 Jahren wurde Prostitution in Deutschland legalisiert. Mit dem Prostitutionsgesetz von 2002. Wir verabschieden heute ein Gesetz, das die Lebens- und Arbeitsbedingungen von Prostituierten deutlich verbessern wird. Wir schaffen die rechtlichen Voraussetzungen, dass Prostituierte nicht länger im gesellschaftlichen Abseits stehen. Prostitution sollte mit dem Gesetz entkriminalisiert und gesellschaftsfähig werden. Doch ist das der Fall? Meine Reise quer durch Deutschland startet in Köln. Ich bin aufgeregt. Ich frage mich, was wird mich in den nächsten Wochen erwarten? Zuerst geht es nach Frankfurt. Dort will ich mich auf dem Straßenstrich umsehen. Also ich bin ein bisschen unsicher. Zum einen, wird es überhaupt klappen, mit den Frauen dort in Kontakt zu kommen? Sind die bereit, mit mir zu sprechen? Und ich würde natürlich super gerne erfahren, warum sie dort auf der Straße sind und wie sie dort gelandet sind. Im Zug nutze ich die Zeit, um online nach aktuellen Informationen zu suchen. Im Frankfurter Bahnhofsviertel verkaufen Frauen auf offener Straße ihren Körper angeblich auch nur für 5 bis 10 Euro, was ich mir eigentlich kaum vorstellen kann. Das Frankfurter Bahnhofsviertel ist einer der gefährlichsten Orte Deutschlands. Bei meiner Ankunft sehe ich, wie auf offener Straße Drogen konsumiert werden. Gewalt gehört hier zum Alltag. Das Bahnhofsviertel ist auch Vergnügungs- und Rotlichtmeile mit zahlreichen Bordellen. Mittendrin Frauen, die sich auf offener Straße anbieten. Es ist früher Nachmittag. Von meinem Zimmer aus sehe ich Prostituierte, obwohl Prostitution hier auf der Straße verboten ist. Ich will mit den Frauen ins Gespräch kommen. Hi, Sophia, hallo. Hallo. Was machst du hier? Arbeiten? Mehr möchte sie nicht erzählen. Eine Ecke weiter beobachte ich eine andere Frau, die gerade mit einem Freier verhandelt. Er hat offenbar kein Interesse. Vielen Dank. Hallo, hi, ich bin Sophia. Arbeitest du hier? Ich bin neu hier. Ja? Ja. Woher kommst du? Ich komme aus der Bulgarien. Und wie läuft es bislang? Hier ist Katastrophe. Ja, okay. Und der Mann gerade? Die Leute fragen, wie viel kostet das? Ja. Auf der Straße treffe ich zwei Transsexuelle. Als wir uns anfangen zu unterhalten, kommt sofort ein Mann dazu. Hallo. Er unterbindet das Gespräch. Die beiden wirken verängstigt. Der Mann macht ein Angebot. Er will uns ein Interview mit ihnen verkaufen. Ich lehne ab. Dann viel Erfolg und passt auf euch auf. Ich bin mir ziemlich sicher, dass das der Zuhälter von den beiden war. Der kam direkt in die Situation, er wollte direkt Geld machen und ich hatte das Gefühl, die Frauen wollen das gar nicht. Deswegen hätte es auch gar keinen Sinn gemacht, da irgendwie weiter zu bleiben. Vor einem Kiosk in der gleichen Straße steht diese Frau. Sie kommt aus Polen und ist bereit, offen mit mir zu sprechen. Arbeitest du auf der Straße oder im Bordell? Ja, auf der Straße. Nur auf der Straße. Und am Wochenende dann im Puff. Sie zeigt mir eine Wunde am Hals. Ein Freier soll sie verletzt haben. Der Typ hat mich ausgelacht. Die Polizei würde sowieso nichts machen.
Ich weiß nicht, was es hier für Gesetze gibt, die das Kind wegnehmen. Das können Sie. Die Frau erzählt mir, dass sie Mutter ist. Seit 12 Monaten bin ich hier. Ich habe Kinder, um die ich mich kümmern muss. Ja. Ja, ich bin Mama. Du brauchst Kinder, 4 Kinder. Eins lebt hier. Wo ist dein Baby? Hier in Frankfurt haben sie mir mein Kind weggenommen. Sie haben gesagt, so sind die Gesetze. Sie nehmen dir das Kind einfach weg. Eine Drogenabhängige unterbricht unser Interview. Geh weg von hier! Geh weg von hier! Es sind Leute hier, die keine Kamera sind. Verpiss dich! Das sind Junkies, die klauen. Das ist eine Katastrophe. Eine Szene, die dokumentiert, wie explosiv die Stimmung hier ist. Ich möchte eine Frau finden, die mir erzählt, wie ihre Lebensrealität im Bahnhofsviertel ist. Abseits des Straßenstrichs treffe ich diesen Mann. Er möchte nicht erkannt werden. Hey. Alles klar? Geht so, ja. Ja. Er ist im Bahnhofsviertel geboren und seit Jahren drogenabhängig und kennt viele Straßenprostituierte. Was ist denn so die schlimmste Geschichte, die du da mitbekommen hast, die einer Frau passiert ist? Ich finde schlimm. Es gab einen Handwerker, der hat explizit eine einzige Frau im Auge gehabt, die eingeladen ins Auge. Dann hat sie erst 3 Tage später wieder freigelassen. Weißt du, was in den 3 Tagen passiert ist? So wie sie aussah, muss es ein Martyrium gewesen sein. Brustquetschwunden und die ganze Gesichtsgegend war aufgerissen, aufgeplatzt. Schnittwunden im Gesicht und dann im Dekolleté und im Oberschenkel. Dann hat sie mit dem Messer geritzt. Er will mir helfen, eine Frau zu finden, die ich begleiten darf. Wenige Stunden später, auch in der Dunkelheit, läuft der Straßenstrich ungestört weiter. Ich treffe ihn wieder. Er hat eine Frau mitgebracht. Hi. Sophia. Wir nennen sie Nadine. Wie geht's dir? Ja. Die 37-Jährige ist drogenabhängig und prostituiert sich auf der Straße. Ich darf sie begleiten. Ich küsse zum Beispiel nicht. Ja, also das ist was, das mache ich nicht. Ich kuschel auch nicht. Aber das heißt, dass am Ende Küssen für dich intimer ist als Geschlechtsverkehr? Ja. Auf jeden Fall. Und Küssen ist auch intimer als ein Blowjob? Sicher. An einer Kreuzung spricht Nadine einen potenziellen Freier an. Hi. Hast du Zeit? Komm mal hier. Zum Sex kommt es zwischen Nadine und dem Mann nicht. In einer Nebenstraße zeigt sie mir eine Treppe, einer ihrer Schlafplätze in der Nacht. Ich habe mal gelesen, dass es im Bahnhofsviertel möglich ist, was für 10 Euro zu bekommen. Ist es realistisch? Richtig, definitiv. Ja? Ja. Also das heißt für 10 Euro ein Blowjob oder Geschlechtsverkehr? Das ist, muss ich, der Mann, da gerade vorstellt und das ist keine Seltenheit. Aber das machen die Frauen dann aus Verzweiflung? Natürlich. Die Männer nutzen es aus und es ist eine Schweinerei. Richtige Trickschweine, Entschuldigung. Wie nutzen die das dann aus? Sie wissen, die Mädels sind hochgradig und schwer drogenabhängig. Heroin bis Kokain über Crack. Und die, ja, also es gibt für mich natürlich auch wirklich, es gibt eine Grenze, wo ich einfach sage, da wird es jetzt wirklich demütigend und auch entwürdigend. Ja? Nadine muss weiter, wir verabschieden uns. Danke. Ist eine Umarmung zu intim? Nein, das ist cool. Ja, wir wollen nur sicher gehen. Nein, das ist cool. Danke dir. Pass auf dich auf. Das haben diese letzten Stunden echt nachdenklich gemacht. Ich meine, das ist am Ende eine Frau, die wirklich in einem ähnlichen Alter ist wie ich, aber deren Leben nicht verschiedener sein könnte wie meins. Die Tage im Bahnhofsviertel waren eindrücklich für mich. Ich möchte mehr über Prostitution in Deutschland erfahren. Dafür fahre ich nach Weingarten in Baden-Württemberg und besuche dort die Universität. Hier lehrt und forscht Professorin Julia Wege zum Thema Prostitution. Dadurch, dass die Preise so gering sind, ja, das heißt, auf dem Straßenstrich fangen wir in der Regel bei 5 oder 10 Euro an, ist das natürlich für viele erschwinglich. Professorin Julia Wege hat früher als Streetworkerin gearbeitet. Sie kennt viele Lebensgeschichten und die Verhältnisse auf der Straße. Ich zeige ihr meine Aufnahmen aus Frankfurt.
Sie prostituiert sich selbst in Frankfurt am Straßenstrich und sagt, die Männer wollen auch Geschlechtsverkehr für 10 Euro. Ja, das sind die Preise. Ich kenne auch Preise, da geht es ab 5 Euro los. Und da sieht man einfach die pure Verzweiflung, dass die Frauen bereit sind, für wirklich wenige paar Euro ihren Körper zu verkaufen. Als ich angefangen habe, mich mit dem Thema zu beschäftigen, habe ich immer wieder von Deutschland, dem Bordell Europas gelesen. Leben wir im Bordell Europas? Ich würde sagen, auf jeden Fall leben wir im Bordell Europas. Warum? Weil die Gesetzeslage quasi die Grundlage ist, dass hier ja, Menschenhandel im großen Stil stattfinden kann. Deutschland hat eines der liberalsten Prostitutionsgesetze Europas. Prostitution war lange Zeit sittenwidrig. Sie wird 2002 durch die rot-grüne Bundesregierung legalisiert. Dieses Gesetz wurde im Interesse der Prostituierten gemacht und nicht zum Wohle von Freiern und Zuhältern. Heute ist ein wichtiger Tag, nicht nur für Prostituierte, die endlich die gleichen Rechte erhalten wie andere Arbeitnehmerinnen und die ab heute nicht mehr Bürgerinnen zweiter Klasse sind. Genau wie andere Arbeitnehmer können sich Prostituierte sozial-, Kranken- und Renten versichern. Aber es gibt weiterhin viele Defizite. Niemand kontrolliert, unter welchen Bedingungen Bordelle arbeiten. Es ist in Deutschland schwieriger, eine Pommesbude zu eröffnen, als ein Bordell. Und damit muss Schluss sein. 2017 tritt das Prostituierten-Schutzgesetz in Kraft. Seitdem gibt es eine Kondompflicht, schärfere Regeln für Bordelle und Anmeldepflicht für Prostituierte. Kritiker sagen aber, das reicht nicht. 2019 waren gerade mal 76 Prostituierte sozialversichert. Wie viele es in Deutschland insgesamt gibt, weiß niemand. Offiziell angemeldet sind 23.700. Prostitution findet auf der Straße, in Bordellen, Wohnungen und Hotels statt. Im Frankfurter Bahnhofsviertel ist Hotelprostitution verboten. Ich versuche hier mit meinem Kollegen Lennart für eine Stunde ein Hotelzimmer zu bekommen. Hallo. Hallo. Haben Sie noch Zimmer frei? Soll ich so? Ja, wir würden das Zimmer nur für eine Stunde brauchen. Geht das auch? Wir machen nichts. Guten Tag und unsere Frage, die nehmen wir dann vielleicht. Okay. Dankeschön. Der Mann an der Rezeption hat diese Anfrage offenbar nicht zum ersten Mal gehört. Wir folgen seinem Tipp und gehen nach nebenan. Hallo. Hallo. Haben Sie noch Zimmer frei? Ich, ja. Ja, aber wir bräuchten ein Zimmer nur für die Stunde. Geht das bei euch? Eine Stunde. Ja. So, Personalausweis bitte. Geht auch ohne? Wir bleiben wirklich nur eine Stunde. Okay. Dankeschön. Ich gebe ihm die 30 Euro in bar, ohne eine Quittung zu erhalten. Dann bringt uns der Mann zum Zimmer. Er schließt auf und geht sofort, ohne Fragen zu stellen. Also ich kann mir echt kaum vorstellen, dass hier irgendein normaler Hotelgast eincheckt. Es ist super dreckig und schmutzig. Hier liegt Baumaterial rum. Hier ist das Badezimmer. Ja, das kann niemals wirklich normales Hotelzimmer sein. Hier ist nichts geputzt. Haben wir nicht die Schlüssel? Ne, wir haben nicht mal einen Schlüssel bekommen. Man kann auch sehen, dass diese Matratze hier komplett dreckig ist. Hier sind überall Flecken. Um nicht aufzufliegen, bleiben wir eine halbe Stunde, bevor wir das Hotel wieder verlassen. Auschecken müssen wir nicht. Ciao. Ciao, ciao. Vorne ist auch direkt der Straßenstrich. Also teilweise stehen die Prostituierten genau vor diesem Hotel. Deswegen liegt das eigentlich auf der Hand, was da passiert. Ja, das ist für mich auch ganz klar, dort findet Prostitution statt. Wenige Meter vom Hotel entfernt treffe ich auf diese zwei Männer. Warum geht ihr ins Bordell? Weil es Frankfurt am billigsten ist. Und was kriegst du dann für diese 30, 40 Euro? Ja, Frank, was kriegst du dann? Einiges, oder? Einiges. Was man will. Weil viele ja ohne Kondom machen, ne? Kostet das extra? Nee, manchmal nicht. Ja, einiges, ja, aber 10 schon. Und macht ihr dann auch ohne Kondom? Blasen meine jetzt. Einer erzählt, dass er mal im Flatrate-Bordell war. Wie war das? Ja, ich hab ziemlich viel Ausgang. Ich bin halt bestimmt 200 Männer oder so drin am Abend.
Solche Flatrate-Bordelle sind in Deutschland mittlerweile verboten. Für diese Männer ist es normal, für Sex zu bezahlen. Was ist denn dein Eindruck? Machen die Frauen das gerne oder nicht so gerne? Schon manchmal gezwungen, ne? Fühlt sich das dann richtig an für dich? Ja, manchmal hast du Mitleid. Kommt man da nicht ins Nachdenken? Heißt Zeit, oder? Diese Männer sehen bei sich keine Verantwortung, weil die Frauen es legal anbieten. Ich will wissen, welche Frauen gehen überhaupt der Prostitution nach? Dafür mache ich mich auf den Weg nach Augsburg. Hier bin ich mit Helmut Sporer verabredet. Der ehemalige Kriminalkommissar hat über 40 Jahre im Rotlichtmilieu ermittelt. Er weiß aus Erfahrung, wer sich prostituiert. In aller Regel sind es einfach strukturierte junge Mädchen. Viele waren noch nie im Ausland, haben keinerlei Erfahrung. Und sie sind eben den Leuten hier, die das Ganze managen, hilflos ausgeliefert. Aus Deutschland kommen nur 19% der Prostituierten. Über die Hälfte stammt aus Osteuropa. Sie kommen aus Rumänien, Bulgarien und Ungarn. Also wenn ich persönlich gängige Medien konsumiere, lese ich immer wieder von der selbstbestimmten Sexarbeiterin. Ja, die gibt es sicherlich und die sind auch sehr präsent, aber sie bilden in keinem Fall die Realität ab. Die Durchschnittsprostituierte spricht kein Deutsch oder nur rudimentär. Sie kommt aus Südosteuropa, sie ist Anfang 20 und sie gehört fast immer der Elends-, Armuts- und Zwangsprostitution an. Sie hat Mühe, die horrenden Fixkosten am Tag eben zu erwirtschaften. Also die selbstbestimmten, unabhängigen Frauen, die bilden einen verschwindend geringeren Anteil aus. Wie viele Frauen sich genau freiwillig prostituieren, weiß man nicht. Für die anderen gibt es viele Gründe, in der Prostitution zu landen. Armut, Gewalt, Drogen und Missbrauch. In einer Studie gab fast die Hälfte aller Prostituierten an, in der Kindheit sexuell missbraucht worden zu sein. Ich darf auf meiner Reise durch Deutschland zwei Frauen treffen, die genau das erleben mussten. Kelly aus Mannheim und Regina aus Ostbevern bei Münster. Regina, inwiefern hast du persönlich in deiner Vergangenheit sexuellen Missbrauch erlebt? Als ich 6 Jahre alt war, fing es an durch meinen Erzeuger. Ich wurde von ihm nicht nur sexuell missbraucht, sondern auch schwerst körperlich misshandelt, geprügelt, bestraft, Keller gesperrt. Ich wurde vergewaltigt. Über Jahre, bis ich 18 wurde. Plus meine Familie hat mich immer weggedrückt, runtergedrückt, erniedrigt. Beide rutschen früh in die Prostitution. Kelly ist gerade mal 18, Regina 20 Jahre alt. Erinnerst du dich daran, wie du dich gefühlt hast, nachdem dieser erste Freier weg war? Du fühlst dich wertlos, schmutzig. Ich habe mich vor mir selbst geekelt. Und irgendwann war aber mein Wille so gebrochen, dass ich nicht mehr drüber nachgedacht habe. Wie geht's deiner Seele heute? Wäre ich kein Mensch, hätte ich gesagt, ich habe keins. Ich überlebe nur. In Ostbevern besuche ich Regina zu Hause. Hallo. Hallo, liebe Regina. Hallo, liebe Sophia. Freut mich sehr. Ich freue mich auch. Darf ich rein? Ja, würde ich sagen. Dankeschön. Die 70-Jährige lebt hier mit ihren 2 Hunden. Wie wichtig sind die Tiere für dich? Sehr wichtig. Ja. Tieren kann man vertrauen. Ja, und die lieben einen bedingungslos. Bedingungslos, betrügen, belügen dich nicht. Egal, was ist, ne? Regina ist bereit, mit mir über ihre bewegte Vergangenheit zu sprechen. In jungen Jahren verliebt sie sich in einen Mann. Was sie nicht ahnt, er ist ein Zuhälter. Der hat mir dann erstmal die Welt gezeigt. Der ist mit mir einkaufen gegangen und hat er mir ein Apartment besorgt. Hat gesagt, ja,
Aber ich müsste jetzt auch ein bisschen dazu beisteuern, ne? Also finanziell. Hat dann eine Anzeige aufgegeben und hat gesagt, heute Abend kommt jemand und dann machst du das. Und als dieser Freier die Treppe hochkam, bin ich nur in Tränen ausgebrochen. Als sich Regina weigert, mit dem Freier Sex zu haben, wird ihr Zuhälter brutal. Er wartet in einem Auto vor dem Haus. Er stieg aus. Du willst das nicht. Ich zeig dir mal, was du willst. Stell dich an die Beifahrertür. Er stieg ein. Kleinen Moment. Er stieg ein und drehte die Scheibe runter von der Beifahrerseite. Gib mir deine Hand. Dann musste ich ihm die Hand geben und dann ist er losgefahren und hat mich festgehalten. Du willst das nicht. Was willst du nicht? Und wurde immer schneller, ne? Ich weiß nicht, man entwickelt in Todesangst über übermäßige Kräfte. Ich bin also nicht gefallen, sondern ich bin neben diesem Auto gelaufen. Ich habe nur geweint und gebittelt und gebettelt und habe gesagt, ich mache alles, ich mache alles. Ja, nach so gefühlt paar hundert Meter hat er dann angehalten. Gut, sagt er, geht doch. Geh ins Bad, wasch dir dein Gesicht und dann, da wartet dein Kunde. Ja. Knapp 400 Kilometer entfernt in Mannheim lerne ich Kelly kennen. Hey, Sophia. Wie geht's dir? Gut, wie geht's dir? Geht. Ja? Wollen wir ein bisschen laufen? Ja. Okay. In dieser Gegend hat Kelly einen Großteil ihres Lebens verbracht. Kelly, wie lange bist du persönlich denn schon in der Prostitution? Ich habe mit 18 angefangen. Ich bin jetzt ein alter Kuh, also sehr lange. Ich möchte auch mit Kelly über ihre Vergangenheit sprechen. Wir gehen in eine angemietete Wohnung. Hier können wir in Ruhe reden. Wie landet man mit 18 in der Prostitution? Durch das, was ich erlebt habe in meiner Jugend, hat mich geprägt, scheißegal zu sagen. Und es kam dazu, dass ich auch nicht mit meiner Familie gut war und habe eine Möglichkeit gekriegt und habe es ergriffen dann. Hatte diese sexuelle Gewalterfahrung, die du hattest als junges Mädchen, als junge Frau, deiner Meinung nach auch damit zu tun, dass du dann in die Prostitution bist? Es hat gemacht, dass ich mich selber nicht wertgeschätzt habe. Es hat gemacht, dass ich nur einen Nutzen in mir gesehen habe. Dass ich nie Liebe gesucht habe. Es ist eher so, mein Körper ist nur für den Zweck da gewesen. Kelly wurde jahrelang von ihrem Großvater sexuell missbraucht. Ich wurde auch die Hälfte meines Kindheits nur gefickt. Mein größtes Problem war immer mein Opa. Derjenige, wo sein Geruch immer wieder auftaucht, derjenige, wo mir meins weggenommen hat. Ich bin ein Zeugnis von das, was mit mir passiert ist. Kellys Aussagen zeige ich Regina, will wissen, was sie darüber denkt. Ich bin ein Zeugnis von das, was mit mir passiert ist. Ja. Kannst du das nachvollziehen? Ja, absolut, absolut, weil es ist mir ja genauso gegangen. Ich habe ja nie diese Pubertät erlebt, dieses Rausfinden, ne? Wo geht meine sexuelle Orientierung hin, meinen Körper zu entdecken, das hatte er ja schon alles besorgt. Auch von Regina möchte ich erfahren, gibt es einen Zusammenhang zwischen dem Missbrauch in ihrer Kindheit und der späteren Prostitution? Ich habe ja mit 6 Jahren gelernt, dass jemand kommt und der darf eigentlich alles mit mir machen, der darf mich überall anfassen und der darf mir wehtun und ja. Das ist so. Und ich habe ja auch gedacht, dass alle Kinder das erleben, nicht nur ich. Ne? Und in der Prostitution, ja, wenn ich Geld verdienen wollte, musste ich gefügig sein. Und du hast auch keine andere Chance, also lässt du das über dich ergehen. Die Begegnungen mit Regina und Kelly wühlen mich auf. Pass auf dich auf. Mach's gut. Ciao. Bye-bye. Ich zeige meine Interviews Expertin Julia Wege. Wie erklärt sich das, dass sexueller Missbrauch zu Prostitution führen kann? Der erste Impuls wäre zu sagen, wenn man so einen Missbrauch erlebt hat, dann kann man gar nicht so viel Intimität zulassen. Vielleicht ist es auch ein naiver Gedanke von mir.
weil diese natürliche Schutzfunktion, die jeder in uns hat, nicht mehr gegeben ist. Und wir haben ja auch gehört, dass die Frauen berichten, dass sie sich wertlos fühlen. Und letztendlich erleben die Frauen in der Prostitution immer wieder sozusagen auf das Neueste diese Traumatisierung und werden auch mit den Erlebnissen immer wieder konfrontiert. Ich mache mich auf den Weg in die Hauptstadt Berlin. Im Reichstag wurde vor genau 20 Jahren Prostitution legalisiert. Sie sollte dadurch normalisiert werden. 4 Kilometer vom Reichstag entfernt liegt die Kurfürstenstraße. Hier findet Prostitution offen und völlig legal statt. Direkt am Straßenstrich arbeitet ein Mann, der sich schon sehr, sehr lange um die Frauen hier kümmert. Und von dem will ich wissen, wie sich die Situation aus seiner Sicht verändert hat. So. Sie packen schon? Ja. Der Mann ist Streetworker Gerhard Schönborn. Er leitet den spendenfinanzierten Verein Café Neustadt. Er packt Taschen, um die Prostituierten mit dem Notwendigsten zu versorgen. So, also dann, das hier ist für Getränke. Genau, und Tee. Dann haben wir jetzt eben so Desinfektion und Süßigkeiten. Ich muss mal gucken. Und Kondome sind auch drin. Die Männer sind ja eher immer so, dass sie ohne Kondom machen wollen und dann eher noch ein bisschen was drauflegen. So. Und machen die Frauen das auch? Unter dem Druck, also ich sag mal, fast jede Frau, wenn sie unter einem großen Druck ist, also eben auf Entzug oder unbedingt das Geld braucht, so, das macht ja nicht viel, aber ein Zehner mehr, sag ich mal jetzt so, 10 Euro sind 10 Euro und dann macht man es halt. Er nimmt mich mit auf die Straße. Es wird dunkel, ich sehe immer mehr Frauen, die sich anbieten. Na, wie geht's? Wie geht's dir? Gut, du? Gut. Willst du irgendwas? Süßigkeiten? Magst du was trinken? Nein, danke. Nee? An diesem Abend sind etliche Frauen auf der Straße. Ich kann spüren, wie dankbar die Frauen sind. Was bedeutet es Ihnen, den Frauen mit diesen kleinen Dingen zu helfen? Nächstenliebe weitergeben, dass sie merken, dass sie nicht der letzte Dreck sind. Tee? Zucker, ja. Gut, dann lasse ich oben ein bisschen Platz. Einmal Tee. Ja. Das heißt, fass oben an. Und ihr kennt euch? Ja, du guckst ja auch bei uns ins Café. Ja. Vielen Dank. Tschüss. Schönen Abend. Ciao. Ciao. 3 Tage die Woche ist das Café Neustadt am Straßenstrich geöffnet. Es ist ein Rückzugsort für die Frauen, ein Ort der Sicherheit. Hier können sich die Frauen frisch machen. Und dann haben wir hier Kleider. Ja, auch Hygieneprodukte. Hygieneartikel, für die alles. Kurz darauf steht die erste Frau vor der Tür. Dann komm mal. Nee, keine Maske mehr. Hallo. Hallo. Hi, Sophia. Dann setzen wir uns hier mal auf die Couch. So. Jacqueline möchte unerkannt bleiben. Wie geht's dir so? Naja, zur Zeit, ne? Ist alles ein bisschen schwierig. Draußen auf der Straße und persönlich. Ja. Jacqueline kommt seit 15 Jahren zu Streetworker Schönborn. Sie ist drogenabhängig und prostituiert sich täglich. Heute möchte sie nur ein bisschen reden. Veränderung? Gewinn? Oh, ich will, aber es ist so schwierig. Es ist schwierig. Bist du jeden Tag hier draußen, um zu arbeiten? Jeden Tag. Wie viele Männer müsstest du am Tag machen, um überhaupt deinen Drogenkonsum zu finanzieren? Wenn du zum Beispiel Stammkunde hast, der gut zahlt, dann vielleicht machst du 2. Aber gibt's auch welche, wo du dann 4 oder 5 mal rennst, ne? Was ist denn so das Geringste, was die Männer da zahlen? Was hast du da schon erlebt? Boah, manche kommen an und sagen, ja, französischer Verkehr, ja, 15 Euro. Was denkst du denn, was du bräuchtest? Um es zu schaffen. Klappt nicht. Das muss aber klappen. Ich merke, wie Gerhard Schönborn versucht, vorsichtig Hilfe anzubieten. Bei Frauen wie Jacqueline, die seit vielen Jahren Drogen nehmen und sich prostituieren, scheint das nicht leicht zu sein. Sie wirkt auf mich gebrochen, als hätte sie den Glauben an sich verloren. Jetzt muss ich aber auch arbeiten. Ich sehe super heute aus. Ja, wirklich. Ja. Nach einer herzlichen Verabschiedung trennen sich die Wege. Jacqueline möchte sich jetzt Drogen kaufen. Ich glaube nicht. Tschüss.
Gerhard Schönborn geht mit mir los. Er will mir zeigen, wo Prostitution im Viertel stattfindet. Ein Ort sind sogenannte Verrichtungsboxen, aufgestellt und bezahlt von der Stadt Berlin. Handschuhe für Hygiene? Ja, Hygiene. Also hier ist Luft ist schlecht, aber es hier ist, man sieht eben, dass die erst gerade geputzt haben. Sonst liegen hier die Feuchttücher, die Kondome, Spritzen, alles was so geht. Und also wenn Sie es nicht so eklig finden, ich würde mal reingehen. Aber hier die Luft ist ein bisschen okay. So, und ja, wie gesagt, es ist. Aber hier soll es dann am Ende stattfinden. Naja, auf dem Deckel und dafür sozusagen. Wenn eine Prostitution als offizielle Arbeit anerkannt ist, ist das doch kein Ort dafür, oder? Nee, also ich finde das auch so unmöglich. Das Klo ist gleichzeitig der Arbeitsplatz der Frauen. Ich frage mich, ob das im Sinne unserer Gesetze ist. Ist Ihrer Meinung nach die liberale Gesetzgebung am Ende mitverantwortlich für die schwierige Situation der Frauen? Ja, es öffnet ja Tür und Tor. Jeder beruft sich darauf. Es ist ja alles legal und jeder sagt, die Frauen sind legal, da ist ja nichts verboten, ist ja alles offen. Ich kann also mir da welche Frau auch immer einfach sozusagen nehmen. Direkt an der Kurfürstenstraße gibt es ein Sexkino. Gerhard Schönborn erzählt mir, dass sich Frauen auch hier mit den Freiern zurückziehen. Wenn die jetzt an der Straße gestanden haben und haben Kunden, dann huschen sie halt hier in den Eingang rein. Ich möchte wissen, wie es drinnen aussieht. Eine versteckte Kamera läuft mit. Okay, hier ist wirklich alles mega klebrig. Ich würde sagen, das Ganze hier sind vielleicht 2-3 Quadratmeter. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es für irgendeine Frau okay sein kann. Dass es für irgendeine Frau okay sein kann, mit irgendeinem wildfremden Mann hier in so eine, Entschuldigung, widerliche Sexkabine zu gehen und hier Geschlechtsverkehr zu haben für ein paar Euro. Ich kann es mir nicht vorstellen. Das ist einfach. Das ist demütigend, finde ich. Das ist entwürdigend. Das ist mega befremdlich. Beim Verlassen des Sexkinos höre ich Geräusche aus einer anderen Kabine. Okay, wir laufen jetzt gerade an so einer Tür vorbei. Man kann halt einfach durch diese dünnen Türen hören, wie Prostituierte da gerade mit dem Freiern Sex haben. Vor dem Sexkino treffe ich auf Ukrainerin Natalia. Die 40-Jährige möchte unerkannt bleiben. Sie geht seit 8 Jahren auf den Berliner Straßenstrich. Ich war da drin und habe es als extrem befremdlich empfunden. Wie ist das für dich? Für mich ist es gar nicht befremdlich. Für mich ist es gut, dass es sowas hier gibt auch. Dass es auch sauber und ordentlich. Gott sei Dank, dass es existiert. Das für mich ist schön, dass es gibt. Natalia prostituiert sich aus finanziellen Gründen. Würdest du sagen, du machst das frei und selbstbestimmt? Ja, ich mache das frei und selbstbestimmt, ja. Also mich zwingt niemand, hat nie gezwungen. Natalia erklärt sich bereit, mich mit auf den Strich zu nehmen. Sie erlebt täglich, wie hart die Realität hier als Prostituierte ist. Hast du selber so eine Verrichtungsbox schon mal mit einem Freier benutzt? Ja, habe ich wohl oder übel, ja, weil es ist so, dass manchmal wirklich gibt es keine andere Möglichkeit. Wie soll man sagen, Augen zu und durch. Wie empfindest du persönlich so einen Ort? Das empfinde ich entwürdigend, wirklich. Für mich ist es schwer vorstellbar, dass Frauen dort Sex haben müssen, wo andere zur Toilette gehen. Insgesamt 4 Verrichtungsboxen hat die Stadt aufgestellt. Die nächste Toilette kann man nicht einmal abschließen. Wenn du da reinkommst, stehst du da und da guckst du in die ganze Scheiße. Dann läuft man irgendwo auf die Straße und sucht irgendwelche Kartontüten, womit ist das verdeckt. Aber bei diesem Bestand, da kannst du keine aushalten. Sich auf der Straße zu prostituieren, bedeutet für Natalia ständig nach Orten suchen zu müssen, wo sie mit Freiern hingehen kann. Viele jetzt möchten was Schnelles, ne? Also ich sage nur Blaujob. Wollen nicht weit wegfahren, dann einfach mein Dritt um, fährt so unter die Brücke. Hier vorne? Ja, hier vorne gleich. Maximal 30 Euro kriegt sie für einen Blowjob.
Für das wenige Geld ist ihr das Risiko zu groß, mit einem Freier weit wegzufahren. Wie fühlt sich das für dich an, das hier zu machen? Ist das okay? Eigentlich ist es notgedrungen. Ne? Das ist kein Ort für Machen. Das ist nur ein kleiner Ausweg. Wenn es irgendwas wäre, so ein Laufboxen oder ein Haus, wo man gehen konnte, oder irgendwelche menschenwürdige Vorrichtungen, ja? Das würdest du dir wünschen? Natürlich. Trotz der schwierigen Umstände befürwortet sie aber die liberalen Gesetze in Deutschland. Den nächsten Stopp auf meiner Reise mache ich in Trier. Ich bewege mich in einer Welt, die sich für mich persönlich wie eine Parallelwelt anfühlt. Und ich frage mich, ob es Frauen gibt, die Prostitution als ganz normalen Beruf sehen. Und ich darf jetzt eine treffen, die sagt, so wie es ist gut für mich. Hallo Nicole. Hallo. Sophia. Freut mich sehr. 5 Tage die Woche kommen Freier in Nicole Schulzes Wohnmobil. Magst du mal reinführen? Kann ich mal angucken? Gerne, komm mit. 4 bis 5 Freier empfängt die 42-Jährige hier tagsüber. Hierhin? Genau. So, ich habe dich jetzt extra in diese Ecke gestellt. Stell dir vor, du wärst mein Kunde, ja? Du kommst rein, du kannst da erstmal nicht mehr weg. Das heißt, auch wenn du mir jetzt nicht mehr gefällst oder mir blöd kommst oder gewalttätig wirst, kann ich immer noch nach vorne raus oder diese Tür benutzen. Okay, das heißt, der Kunde steht hier, du bist da. Wie geht's dann weiter, wenn man sich einig geworden ist? Dann geht's auf meine Spielwiese. Wie ist es denn? Hast du dann hier auch eine Auswahl an Wäsche für verschiedene Vorlieben oder bist du einfach so, wie du bist? Du siehst ja auch, ich bin heute in einem Kleid hier. Das ist mein Arbeitsoutfit. Also ich bin ganz normal gekleidet. Kondome, Hygieneartikel, frische Handtücher und Bettwäsche. Das braucht sie für ihre Arbeit im Wohnmobil. Nicole Schulze erklärt sich bereit, mich heute mit auf Tour zu nehmen. Warum hast du dich entschieden, im Wohnwagen zu arbeiten und nicht beispielsweise im Bordell? Ich fühle mich hier echt frei. Ich kann hinfahren, wo ich es gerne möchte. Das andere Ding ist, für mich ist es viel, viel preisgünstiger. Wir fahren ins Trierer Rotlichtviertel. Hier hatte Nicole früher ein Zimmer. Zuletzt zahlte sie dafür 700 Euro Miete pro Woche. Das war zu teuer. Sie schaffte sich das Wohnmobil an. Anfangs prostituierte sie sich aus finanzieller Not. Ich habe Lebensmittel geklaut und da war halt die Frage, bleibst du weiterhin kriminell? Also klaust du Sachen oder wie bestreitest du dein Leben? Und ich habe mich dann damals für die Sexarbeit entschieden, weil man dort Geld verdienen kann, es legal ist. Erinnerst du dich an deinen ersten Kunden? Ja, also ich bin bei ihm ins Auto eingestiegen. Wir fingen mit dem Geschäft an und es hat genau 5 Minuten gedauert. Und ich habe dafür damals auf dem Kölner Straßenstrich 30 Euro bekommen. Und für eine ganze Stunde Kellner hatte ich 9 Euro. Ja, mach ich. Nicole Schulze möchte mir noch einen Ort zeigen. Sie hat an der Umsetzung mitgewirkt. Hier soll der neue Straßenstrich in Trier hinkommen. Es wird aufgebaut eine Dusche, ganz, ganz wichtig. Es wird aufgebaut eine Toilette, auch sehr wichtig. Und, Aufenthaltsraum soll gebaut werden und die Beratungsstelle soll vor Ort kommen. Eigentlich hätte ich mir noch gerne Boxen gewünscht, wo wir unser Geschäft dann ausüben können. Mir bleibt das alles ein bisschen, ich habe es ein bisschen einfacher, weil ich habe meine Box zum Verrichten direkt dabei. Sie ist als Prostituierte angemeldet und gegen ein Sexkaufverbot. Die 42-Jährige sagt, sie prostituiert sich selbstbestimmt, auch wenn das nicht immer einfach ist. Fühlst du dich denn von unserer Gesellschaft hier in Deutschland geächtet? Ja, und auch ausgegrenzt, also alles, komplett. Welche kritischen Worte und Aussagen begegnen dir denn? Beleidigungen manchmal, ja, man wird nicht mit offenen Armen, so wie es normal wäre, wenn ich jetzt eine Sekretärin wäre, empfangen. Auf Banken zum Beispiel, ja, wenn man dann am Beruf gefragt wird, weißt du, man muss dreimal überlegen, wie man sich dann bezeichnet. Wie lange möchtest du das noch machen? Was ist deine Perspektive? Ich bin jetzt 42, 20, 30 Jahre werde ich das noch tun, ja. Einen Tag konnte ich Nicole Schulze begleiten, jetzt fährt sie nach Hause zu ihrem Partner. Ich kann nicht alles so nachempfinden, aber ich fand es mega bereichernd, deine Perspektive zu dem Ganzen zu hören. Ja, freut mich. Mir hat es auch sehr viel Spaß gemacht mit dir. Ich fand es wunderschön. Komm her. Nicole Schulze sieht Prostitution als völlig normalen Beruf an. In Hamburg auf der Reeperbahn bin ich mit jemandem verabredet, der für diese Sichtweise kein Verständnis hat. Hamburg ist sowas wie die Rotlichthauptstadt Deutschlands. Und hier treffe ich eine Frau, die nach Jahren den Ausstieg aus der Prostitution geschafft hat. Sie sagt heute, Prostitution ist kein normales Geschäft und sie schadet der Gesellschaft. Hallo! Hallo, liebe Huschke. Sophia, freut mich.
Wollen wir ein Stück laufen? Ja, sehr gerne. Huschke Mau ist Aktivistin und Doktorandin. Sie war früher selbst in der Prostitution. Was geht so in dir vor, wenn du das hier alles siehst? Ich finde es absurd. Also ich bin einerseits sowieso angeekelt von so besoffenen Männerhorden. Und dann tun mir auch die Frauen leid. Ne? Also ich meine, du musst dir mal vorstellen, ein Teil von diesen besoffenen Typen landet heute in irgendeinem Bordellzimmer. Irgendeine Frau wird sich mit denen auseinandersetzen müssen. Ne? Ja. Das ist kein schöner Gedanke, oder? Ich will mit Huschke Mau hier über Männer sprechen, die zu Prostituierten gehen. Ich versuche es zumindest. Entschuldigung, wir machen gerade ein Interview. Ist echt nicht. Du darfst dich gerne wieder anziehen. Ja. Wir machen hier ein Interview. Was würde deine Mutti sagen, wenn sie dich so hier rumlaufen? Also meine Mutter stolz auf mich. Okay, nee, ciao. Aber nicht so, wie du dich gerade benimmst. Also wir sind hier im WR, wir sind hier in Sternschanze, ich habe einen dicken Schwanz und ihr könnt mich alle bei mir melden und ciao. Dick würde ich doch die Haare ziehen. Du hast einen richtig dick, würde ich auch. Aber dick würde ich fürs Gesicht. Dein lieber Bürger, musst du nachstellen. Beine auf, Beine auf meine Schultern und ich würde dich. Okay, tschüss. Alles klar, schönen Tag. Da kommt jetzt aus dem Nichts ein Typ und erzählt uns, was er mit uns machen würde. Der ist doch genau das richtige Ambiente dafür. Also ich meine, wenn er ein bisschen Geld locker macht, kann er das ja hier auch mit Frauen machen. Mit solchen Männern hatte Huschke Mau viele Jahre zu tun. Mit 17 flieht sie von ihrem gewalttätigen Stiefvater, landet dann in der Prostitution. 10 Jahre lang. Inwiefern würdest du sagen, hattest du persönlich damals eine Wahl, als du in der Prostitution warst? Gar nicht, null. Also zu einer Wahl gehört ja, dass ich etwas tun kann und dass ich auch eine Alternative habe. Und ich hatte überhaupt keine Alternative. Und das hören wir Frauen aus der Prostitution ja oft, ne? So Sachen wie, ist doch egal, hättest doch putzen gehen können, hättest doch ins Obdachlosenasyl gehen können, hättest doch das und das machen können. Ich war obdachlos, ich war traumatisiert. Hier ist nicht der richtige Ort für so ein Gespräch. Ich möchte mit Huschke Mau vor allem über ihre Erfahrungen sprechen, die sie mit Freiern gemacht hat. Gibt es was, was du mit Freiern erlebt hast, was am Ende symptomatisch für diese Machtverhältnisse ist? Das habe ich mehrfach erlebt, dass wenn ich bestimmte Praktiken abgelehnt habe bei Freiern, die dann versucht haben, mich zu erpressen. Also, dass sie gesagt haben, ja, dann rufe ich jetzt deinen Zuhälter an. Oder manche haben auch gesagt, dein Besitzer, und sag dem, dass du das nie machen willst. Und dann wirst du schon sehen, was du davon hast. Es ist ganz oft vorgekommen, dass ich nicht gut geschauspielert habe und dass man mir angesehen hat, dass ich mich zum Beispiel geekelt habe oder auch, dass ich geweint habe. Und wir erwarten doch eigentlich von einem Mann, dass er dann sagt, oh Gott, die weint, die will das augenscheinlich nicht, ich breche das hier ab und schäme mich, dass ich sowas getan habe. Null, gar nie. Der Spruch, der dann kam, war, hör auf, dich wegzudrehen, wenn ich dich küsse, und kannst du aufhören zu heulen, bezahlt ist bezahlt. Über Prostitution hat Huschke Mau ein Buch geschrieben. Darin schildert sie auch ihre Gespräche mit Freiern. Es ist eigentlich von Beginn an sehr würdelos und man fühlt sich von Beginn an total abgewertet. Was ist da so die Wortwahl? Wie kann ich mir das vorstellen? Das sind so Sachen wie zum Beispiel, ja, kann man bei dir anal machen? Als Einstieg. Als Anstieg. Also du musst dir das wirklich vorstellen, du lernst einen Freier kennen und er sagt, also aha, du heißt so und so, darf ich dich in den Arsch ficken? Darf ich dir ins Gesicht spucken? Also so fängt es schon an. Ne? Und da kann mir niemand mehr erzählen, dass es sich hier um eine Dienstleistung handelt. Die 38-Jährige zeigt mir im Internet Foren, wo sich Freier konkret über Fähigkeiten und Merkmale von Frauen austauschen. Er hier schreibt, ihre Tittchen sind tatsächlich typisch Chunky-Schlafhängende, total leere A-Cups. Dafür ist sie schön eng gebaut und ihre Pussy hat wirklich guten Grip. Huschke, ist sowas jetzt ein Extrembeispiel? Nein, nein, das ist der Standard. Aber am Ende geht es doch auch darum, rauszufinden, wo muss ich besonders wenig zahlen, oder? Genau. Und wo kann ich besonders viel durchsetzen? Also wo kann ich zum Beispiel ohne Kondom durchsetzen? Was sagt das deiner Meinung nach aus, dass es überhaupt bei uns diese Art von Foren und von Testberichten über Frauen gibt? Dass Frauen in dieser Gesellschaft eine Ware sind. Aus der Prostitution auszusteigen, war für Huschke Mau ein großer Kraftakt. Was ist für dich persönlich Prostitution nach all deinen Erfahrungen? Prostitution ist sexuelle Gewalt gegen Frauen und Prostitution ist frauenverachtend und rassistisch. Und Freier sind Täter. Das Gesetz wurde ja gemacht, um Prostitution zu einem ganz normalen Beruf zu machen und um Frauen zu helfen und zu schützen. Ja. Aber es ist das komplette Gegenteil passiert.
Deutschland ist zum Bordell Europas geworden. Wie kommen wir denn damit klar, als Deutschland Menschenhandelszielland Nummer 1 in Europa zu sein? Wie rechtfertigen wir uns denn vor anderen Ländern dafür, dass wir hier zu Hunderttausenden ihre jungen Frauen und Mädchen ausbeuten? Was macht Prostitution mit der Gesellschaft, mit dem Frauenbild, wenn Männer Frauen kaufen? Ich will wissen, wie die Männer auf der Reeperbahn das sehen. Machst du dir denn Gedanken darüber, ob eine Frau das dann in dem Moment freiwillig macht oder nicht so freiwillig macht? Mach ich mir keine Gedanken, weil der Alkoholpegel dementsprechend hoch ist, wahrscheinlich, ja. Und wenn du dann nicht mehr betrunken bist, reflektierst du dann darüber? Ja, vielleicht, manchmal, aber dann bin ich wieder zu Hause und interessiert es mich nicht mehr. Glaubst du denn, dass die ganzen Frauen, die hier arbeiten im Bordellen, das gerne machen? Teils, teils. Ein kleiner Teil vielleicht gern und der andere Teil halt nicht. Das heißt, es ist dir bewusst? Ist mir bewusst. Meine Reise führt mich nach Köln. Hier steht eines der größten Laufhäuser Europas. An diesem Ort möchte ich mit Männern ins Gespräch kommen. Prostitution würde es ohne Freier nicht geben. Und darüber würde ich gerne mit Ihnen sprechen. Warum gehen Sie zu Prostituierten? Und stellen Sie sich die Frage, ob das wirklich alle Frauen freiwillig machen? Ich treffe auf eine Gruppe junger Männer. Sie wollen in die Table Dance Bar. Warum geht man denn ins Bordell? Ich hatte damals keine Freundin, keine andere Gelegenheit. Ja. Um 50 Euro auszugeben, war die einfachste Möglichkeit, um zu bumsen. Glaubst du, die Frau fand das gut und hat das freiwillig gemacht? Ich habe schon viele Frauen enttäuscht und das war auf jeden Fall eine davon, würde ich sagen. War auf jeden Fall nicht gut für sie, glaube ich. Warum? Ist halt ein Job, ne? Und macht man sich dann in dem Moment Gedanken darüber, ob so eine Frau das freiwillig macht oder nicht? Ich lebe vielleicht vor der Illusion, dass es in Deutschland viele Frauen auch freiwillig machen. Ist mit Sicherheit eine Illusion. Ich glaube, Gedanken habe ich mir nicht gemacht. So offen und ehrlich wie er spricht hier kaum jemand mit mir. Die Table Dance Bar am Bordell füllt sich. Männer kommen zum Feiern, andere gehen zu Prostituierten in den 10 Stockwerken über dem Club. Ich spreche diesen jungen Mann an. Was sind das für Frauen, zu denen du da gehst? Meistens ausländische. Was sind da so die Preise? Zwischen 40 und 250 Euro. Ist sowas ein angemessener Preis? Wäre ich eine Frau, wäre das gar kein Preis für mich. Was wäre denn dann ein angemessener Preis? Gar kein Preis. Würde ich nicht machen. Warum siehst du das so? Erklär mal. Ich glaube, ich würde meine komplette Würde verlieren. Und was ist dein Plan jetzt? Dieser Mann ist nicht auf dem Weg ins Bordell, aber vor Jahren schon bei Prostituierten gewesen. Wir haben in Deutschland sehr liberale Prostitutionsgesetze. In anderen Ländern ist Prostitution verboten. Du würdest dich strafbar machen als Mann. Nee, findest du das? Da würde ich gar nicht irgendwie hingehen. Wo ich mich strafbar machen kann, würde ich auch nicht riskieren, irgendwie mich strafbar zu machen. In Deutschland gibt es Prostitution nicht nur in Bordellen und auf der Straße. Laut eines aktuellen Berichts des Landeskriminalamtes NRW findet sie mittlerweile immer mehr im Netz statt. Die Anzahl an einschlägigen Webseiten ist immens. Hier gibt es Kontaktanzeigen, Escortangebote und vieles mehr. Ich treffe dazu den Strafjuristen Dr. Alexander Stevens. Inwiefern handelt es sich denn bei diesen einschlägigen Plattformen auch um Prostitution? Für mich ist das völlig klar, eindeutig Prostitution. Denn sobald man Geld, Geldgeschenke oder andere materielle Werte dafür entgegennimmt, dass man als Gegenleistung Sex anbietet, ist das die Legaldefinition der Prostitution. Ich mache ein Experiment. Dafür verändere ich mein Äußeres. Denn ich will wissen, wie reagieren die Männer, wenn sie erfahren, dass sich eine Frau nicht freiwillig prostituiert? Ich lege mir ein Profil auf der Erotikseite Kauf mich an. Für mein Experiment gebe ich vor, dass ich aus dem Krieg geflohen sei und mich nur deswegen prostituiere. Ich bin wirklich gespannt, ob die Männer auf dieser Plattform das irgendwie stört. Innerhalb kurzer Zeit erhalte ich zahlreiche Nachrichten. Die Männer schicken mir eindeutige Bilder und Zuschriften wie diese. So schlimm ist der Krieg nicht. Dann geh zum Sozialamt. Willst du meinen Schwanz sehen? Dachte, du brauchst Geld. Ich finde das super schockierend, wie anmaßend, wie empathielos und vor allem wie menschenverachtend einige hier unterwegs sind. Ich spreche auch dazu mit Dr. Alexander Stevens. Was passiert denn, wenn ein Freier nachweislich die persönliche und wirtschaftliche Notlage einer Frau ausnutzt? Das kann einen sexuellen Übergriff darstellen und wenn es zum Geschlechtsverkehr kommt, dann auch eine Vergewaltigung, wenn der Freier das auch wirklich positiv weiß.
Das heißt, wenn die Frau ihm sagt, ich mache das nur, weil ich in dieser Notsituation bin? Und man das dem Freier auch nachweisen kann im Nachhinein, dann würde er sich wohl der Vergewaltigung strafbar machen. Ich möchte mein Online-Experiment verschärfen. Dafür gehe ich auf die Seite markt.de. Das hier ist ein klassisches Kleinanzeigenportal, aber es werden auch sexuelle Dienstleistungen gesucht und angeboten. Worum es den Männern hier geht, ist eindeutig. Bist du jung und brauchst das Geld? Hast du eine Zahnspange? Kleine Sie gesucht. Sugar Daddy sucht schlanke Prinzessin. Ich heiße Simon, 35 Jahre alt. Würde dir 1000 Euro geben, wenn du noch Jungfrau bist und ich dich entjungfern darf. Für dieses Experiment mache ich mich diesmal deutlich jünger. Ich beginne mit verschiedenen Männern zu chatten. Bieten sie wirklich einer Minderjährigen Geld gegen Sex? Ein User schreibt: Ich bin just 60 geworden und wie alt bist du? Ich bin 16. Ah, 16 ist ziemlich jung, aber wenn es unter uns bleibt und du es möchtest, können wir dennoch ein schönes Treffen haben. 100 Euro will er mir für ein Treffen zahlen. Wenig später schickt er mir noch dieses Foto. Ich finde das super alarmierend. Zum einen, was hier für Männer unterwegs sind. Die chatten hier mit offensichtlich Minderjährigen, was ihnen total egal ist. Einige fragen auch direkt nach der WhatsApp-Nummer und dann ist das Ganze natürlich ausgelagert und die Minderjährige dem Typen noch viel mehr ausgesetzt. Ein anderer User schickt mir ein Foto mit 2000 Euro. Für das Geld hat er konkrete Vorstellungen. Du bist meine Sklavin und Spielzeug. Du musst machen, was ich sage und ich darf mit dir alles machen, was ich will. Auch ihm schreibe ich, dass ich erst 16 Jahre alt bin. Ein Problem mit dem Alter hat er nicht. Ich frage Dr. Alexander Stevens, wie solche Chats zu bewerten sind. Ab wann macht sich denn der Chatpartner strafbar? Wenn er nur mit mir chattet oder wenn es tatsächlich zum Geschlechtsverkehr kommt? Sobald jemand unter 18 Jahre alt ist und man dafür Geld bezahlt und Sex hat, ist das strafbar als sexueller Missbrauch von Jugendlichen. Auch der Chat kann schon strafbar sein. Auch das kann sexueller Missbrauch sein, insbesondere wenn es um sehr obszöne Inhalte geht. Eine Anzeige finde ich besonders heftig. Daddy sucht devote Tochter. Männlich 49, 1,89, suche eine versaute Teenie-Schlampe, die gefickt werden will. Zahle Taschengeld. Ich nehme Kontakt auf, schreibe, dass ich 16 bin und Jungfrau. Und schicke dem Mann mein bearbeitetes Foto. Das bin ich. Oh, sehr hübsch. Danke für das Bild. Kann es mir nicht vorstellen, dass du noch keinen Sex gehabt hast. Du bist hübsch. Ich chatte mehrere Wochen mit dem Mann. Er soll 49 Jahre alt sein und aus der Region Lübeck kommen. Wir verabreden ein Treffen. Ab Lübeck hole ich dich ab. Fahren wir zu mir nach Hause und machen? Ich muss noch mit meinen Eltern klären, wann ich weg kann. Dann sage ich dir Bescheid, ja? Aber du sagst nicht, dass du zum Ficken einen Mann triffst. Ich mache mich mit meinem Kollegen Lennart auf den Weg nach Lübeck. Für mich ist klar, der Mann will mit einer 16-Jährigen Sex haben und dafür Geld bezahlen. Während der Fahrt lese ich mir den Chatverlauf durch. Also hier schreibt er zum Beispiel, ich kriege 500 bis 600 Euro, wenn ich noch Jungfrau bin. Und dann mache ich dich zur Frau und jungfere dich dann. Und er scheut sich auch nicht, einer vermeintlich Minderjährigen eindeutige Fotos zu schicken. Hier schickt er mir ein Foto von sich auf dem Bett in Unterwäsche und hier ein Foto von seinem Penis. Auch während der Zugfahrt meldet sich der Mann bei mir. Jetzt hat er mir gerade geschrieben, wann kommst du an und will die genaue Uhrzeit wissen. Hat gefragt, was ich anhabe. Er sagt, er trägt eine blaue Hose und ein weinrotes Hemd. Also es sieht wirklich so aus, als würde er kommen. Ich bin mit dem Mann um 2:30 vor dem Lübecker Hauptbahnhof verabredet. Wir sind etwas früher da. Ich warte in einem Café, um vor dem Treffen nicht aufzufallen. Mein Kollege postiert sich auf dem Bahnhofsvorplatz. Er sollte so ungefähr einer Stunde da sein. Und mein Kollege sagt mir dann Bescheid, wenn er draußen ist. Und dann komme ich und werde versuchen, mit ihm zu sprechen. Und schreibt er gerade auch. Parallel chatte ich mit dem Mann weiter. Ich tue so, als würde ich gerade erst mit dem Zug anreisen. Ich habe ihm noch mal ein Foto von mir geschickt, damit er auch weiß, dass ich wirklich auf dem Weg bin. Und jetzt hat er ein Foto von sich geschickt, wie er heute aussehen wird.
Im Hintergrund kann man auch mal die Schuluniform und die Unterwäsche sehen, die er extra für mich gekauft hat. Das Foto schicke ich meinem Kollegen, damit er den Mann erkennen kann. Übers Telefon halten wir Kontakt. Wie ist die Lage? Also bislang sehe ich ihn nicht. Also ich glaube, er ist noch nicht da. Mein Zug würde in 10 Minuten ankommen. Das heißt, er müsste eigentlich jeden Moment auftauchen. Und tatsächlich, ganz am anderen Ende des Bahnhofsplatzes taucht der Mann plötzlich auf. Er trägt ein rosafarbenes Hemd, wie auf dem Foto, das er vor ein paar Minuten geschickt hat. Mein Kollege ruft mich sofort an. Hi. Ja. Also ich habe ihn gesehen. Ja, okay. Er ist auf jeden Fall da. Ja. Er ist aber rechts am Bahnhof jetzt gerade vorbeigegangen. Ey, der schreibt mir jetzt gerade, Lenny. Er schreibt mir jetzt gerade, ich fahre jetzt los zum Bahnhof. Ich glaube, der lügt. Ja. Ja, der guckt schon wahrscheinlich. Ja, der guckt schon. Der guckt schon. Scheiße. Wir müssen jetzt mal gucken, nicht, dass er von der anderen Seite durch die Halle hier läuft, ne? Wir müssen jetzt handeln, tatsächlich. Der Mann wartet nicht wie verabredet auf dem Bahnhofsvorplatz. Er läuft direkt in den Bahnhof rein. Er kommt jetzt an euch vorbeigelaufen. Ich sehe ihn nicht. Ach, da kommt er. Sollen wir ihn hier konfrontieren? Ja, komm, let's do it. Schönen guten Tag. Sie sind ja mit einer Minderjährigen zum Sex verabredet. Warum machen Sie sowas? Entschuldigung, Sie sind ja mit einer Minderjährigen zum Sex verabredet. Wieso machen Sie denn sowas? Das ist strafbar. Ist Ihnen das klar? Das ist strafbar. Sie schicken einer Minderjährigen ein Foto von ihrem Penis und schreiben, Sie wollen sie einen Jungen von 500 bis 600 € geben. Schämen Sie sich nicht? Sie können dafür ins Gefängnis gehen. Wieso machen Sie denn sowas? Wieso schreiben Sie einer Minderjährigen sowas? Dass Sie einen Jungen von wollen für 500 bis 600 €. Wollen Sie sich dem nicht stellen, diesem Verhalten? Schau mal, es haben doch Sie geschrieben. 500 bis 600 €, wenn du Jungfrau bist. Hallo? Ja. Schämen Sie sich nicht, sind das nicht Sie hier? Wieso ist da nichts passiert? Oder? Finden Sie das Verhalten in Ordnung? Wieso machen Sie dann sowas? Ja, ist okay, oder? Das ist okay, finden Sie? Nein. Die Reaktion war sehr erwartbar. Er ist direkt davon gelaufen, möchte sich dem nicht stellen. Das Problem ist nur, was ist, wenn das nächste Mal eine wirklich Minderjährige sich mit ihm verabredet und es dann so weit kommt? Ich spreche nochmal mit Professorin Julia Wege von der Universität in Weingarten und bitte sie um eine Einschätzung zu dem Erlebten. Inwieweit ist denn diese Online-Welt auch ein Ergebnis unserer liberalen Gesetzgebung? Wir sehen, dass hier ein riesig großer Raum geschaffen wurde, der gar nicht überwacht wird. Und natürlich ist es auch eine Folge von der Liberalisierung. Und letztendlich wissen wir aber auch, dass viele Frauen bereits auch schon sehr früh einsteigen, auch als minderjährige Prostituierte übrigens. Schweden hat sich daher für einen anderen Weg als Deutschland entschieden. Hier entstand 1999 das sogenannte nordische Modell. Das bedeutet, Sexkauf ist verboten, aber nicht Frauen, sondern Freier, Zuhälter und Bordellbetreiber werden bestraft. Viele Länder folgen mittlerweile dem Beispiel Schwedens. Ich kehre zurück nach Berlin. Über das nordische Modell streitet in Deutschland die Fachwelt. Kann es eine Lösung sein, Sexkauf zu verbieten und die Freier zu bestrafen? Es gibt Stimmen, die das falsch finden und ich bin gespannt auf die Argumente. Ich treffe Maria Lohheide von der Diakonie Deutschland. Der Verband sieht ein Sexkaufverbot kritisch. Was halten Sie persönlich vom nordischen Modell? Wir haben Sorge, dass mit einem Verbot tatsächlich die Prostitution nicht aufhört und nicht beendet wird, aber absolut in die Illegalität geht und die Frauen, die dann in der Prostitution arbeiten, noch mehr ausgeliefert sind. Worin sehen Sie denn genau das Problem beim nordischen Modell, das am Ende ja die Prostituierten straffrei stellt, aber die Freier und Zuhälter bestraft? Sie können sich vorstellen, dass das einem Arbeitsverbot gleichkommt. Wenn die sozusagen Dienstleistungen in Anspruch nehmen, bestraft werden, dann ist das eine kurze Sicht sozusagen. Professorin Julia Wege hingegen sieht in diesem Modell viele Vorteile. Ich plädiere ganz klar für das nordische Modell,
für Sexkaufverbot. Es sollte nicht cool sein, zu einer Prostituierten zu gehen oder den Junggesellenabschied dort zu feiern. Wie realistisch schätzen Sie das denn ein, dass es ein nordisches Modell bei uns geben wird? Die Bedingungen sind ganz ehrlich nicht gut. Es ist ein Tabuthema in unserer Gesellschaft. Die Politik tut sich sehr schwer, sich wirklich intensiv mit dem Thema auseinanderzusetzen. Da würde ich mir wünschen, dass es hier wirklich auf Bundesebene noch mal ganz neu aufgerollt wird, das Thema. Ich bin mehrere Wochen durch Deutschland gereist. Ich wollte wissen, welche Folgen hat grenzenlose Prostitution? Ich habe mit Frauen in der Prostitution gesprochen. Ich habe mir alle Seiten angehört. Fühlst du dich von unserer Gesellschaft hier in Deutschland geächtet? Ja, und auch ausgegrenzt, also alles. Ich mache das frei und das selbstbestimmt. Mein Körper ist nur für den Zweck da gewesen. Ich war an Orten, an denen Prostitution stattfindet. Das finde ich entwürdigend, wirklich. Ich kann mir nicht vorstellen, dass es für irgendeine Frau okay sein kann, hier Geschlechtsverkehr zu haben. Freier bezahlen für Sex, das ist Alltag in Deutschland. Wäre ich eine Frau, wäre das gar kein Preis für mich. Ich glaube, ich würde meine komplette Würde verlieren. Genau vor 20 Jahren wurde Prostitution bei uns legalisiert. Dieses Gesetz wurde im Interesse der Prostituierten gemacht und nicht zum Wohle von Freiern und Zuhältern. Prostitution sollte ein ganz normaler Beruf werden. Du lernst einen Freier kennen und er sagt, darf ich dir ins Gesicht spucken? Da kann mir niemand mehr erzählen, dass es sich hier um eine Dienstleistung handelt. Ich habe nach meiner Reise verstanden, Not, Armut und Zwang treiben viele in die Prostitution. Die Gesetze schützen die Frauen zu wenig und Freier werden kaum in die Verantwortung genommen. Wir als Gesellschaft müssen uns fragen, ob wir damit einverstanden sind und ob wir die Schattenseiten weiter ignorieren wollen. Ich glaube, Prostitution geht uns alle an.